Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Herzlich willkommen zu diesem ganz besonderen Gottesdienst hier in der Erlöserkirche. Am 1. Februar 1998 sind vielleicht einige von Ihnen auch schon mit dabei gewesen. Damals, als Susanne Rohn als neue Kantorin hier in der Erlöserkirche eingeführt wurde. Und seit 25 Jahren tut sie nun hier in aller Treue mit hoher Sachkompetenz ihren Dienst. Und dafür wollen wir sie heute feiern. Dafür wollen wir ihr danken und diesen Gottesdienst feiern. Liebe Susanne, von unserer Seite aus als Pfarrer, glaube ich, können wir beide so sagen, vielen Dank für die gute Zusammenarbeit, die wir auch miteinander haben dürfen. Das Besondere an Susanne Rohn ist ja, sie ist sehr, sehr kompetent, dabei aber menschlich geblieben. Und das ist eine ganz besondere Gabe. Sie ist dabei nicht abgehoben, sie ist dabei nicht irgendwie weltfremd geworden, sondern steht mit beiden Beinen im Gemeindeleben, hat Gemeinde auch im Blick bei all dem, was sie tut. Und ich kann einfach nur sagen, behalt dir diese Eigenschaften bei. Deine Kompetenz, deine Bodenständigkeit, deine Freundlichkeit und deine Bereitschaft, wirklich bestmöglichst hier für diese Gemeinde auch etwas einzubringen und dich einzusetzen. Dafür von unserer Seite herzliches Dankeschön. Und ich hoffe, dass du diesen Gottesdienst als einen besonderen und einen gesegneten Gottesdienst empfindest. Gott segne dich bei diesem Gottesdienst. Der Herr sei mit euch. Lassen Sie uns miteinander Psalm 37 beten. Wir wollen es heute so halten, dass die, die hier auf dieser von mir aus gesehen linken Seite, von Ihnen aus gesehen rechten Seite sitzen, mit mir die vorgerückten Zeilen beten und diejenigen, die auf der anderen Seite sitzen, mit Hans-Joachim Wach die eingerückten Zeilen beten.
Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust. Bleibe fromm und halte dich recht, denn einem solchen wird es zuletzt gut gehen. Der Herr hilft den Gerechten, er ist ihre Stärke in der Not. Kommt, lasst uns anbeten. Wir beginnen den Gottesdienst auch mit einem Sündenbekenntnis. Wir sind hier zusammengekommen, um Gott zu dienen, der Glaube, Liebe und Hoffnung in die Welt gebracht hat. Wir aber lassen uns immer wieder leicht von unseren Sorgen und Ängsten bestimmen. Wir lassen uns schnell von dem gefangen nehmen, was dieser Welt und unserem Leben an Dunklem und Unheilvollem widerfährt. Und so bedenken wir unser Leben, das, was ungut ist in unserem Leben, das, was uns ratlos macht und was uns bindet, all unsere Schuld. Herr, erbarme dich unser. Barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Ehre sei Gott in der Höhe. Oh,
Es ist gut, dass es Musik gibt. Du schenkst uns Melodien, Harmonien und die Freude daran. Ein Zeugnis für deine Gegenwart. Diese Freude an Musik, die lass durchklingen in den Alltag. Dass wir dich mit dem Herzen loben. Schenke, dass dieser Gottesdienst dazu dient, neue Freude an dir zu bekommen. Wirke dies, der du lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir hören auf die Schriftlesung aus dem Matthäusevangelium, dem 5. Kapitel, Verse 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Mit allen Christen wollen wir unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, allgemeine, christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, es sind zwei Bibelverse heute ausgesucht. Das eine werde ich besprechen und im zweiten Teil dann Pfarrer Hannemann. Das erste Wort ist: Ich liege und schlafe ganz in Frieden, denn du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Liebe Gemeinde, darf man das überhaupt noch heute ganz im Frieden schlafen? Ist nicht alles kurzlebig geworden? Und gibt es nicht überall Gefahren, die auf uns lauern? Ganz abgesehen vom Krieg in der Ukraine, gibt es wirtschaftliche, soziale, politische Gefahren, die unvermittelt immer wieder auftauchen können. Von einem Moment zum anderen sind wir gefordert. Und überhaupt, selbst kurze Ruhe und Schlafen ist ja offensichtlich eher schädlich, gefährlich. Überall sieht man, man sollte nicht einschlafen. Natürlich bei den Autobahnen, die Warnschilder. Schon kurze Abgelenktheit kann zu tödlichen Folgen führen. Ein Anruf mit dem Handy im Auto, eine SMS kann zu viel sein. Wir dürfen uns keine Ruhe, keine Verschnaufpause gönnen. Es kann ja alles gefährlich sein. Ja, der berühmte Sekundenschlaf. Ein echtes Problem. Wenn sich das wiederholt, dann wäre es besser, das Autofahren ganz aufzugeben. Letzteres Beispiel hat unterschiedliche Gründe. Eine nicht erhebliche Ursache ist, dass man in der Nacht nicht mehr ruhig schläft. Aus welchen Gründen auch immer. Das kann das Schnarchen sein, das können Atemaussetzer sein, die neben dem Sekundenschlaf auch noch zu hohem Blutdruck und anderen Beschwerden führen. Ich habe mir das einmal erklären lassen von einem Herrn, der einen Zungenschrittmacher bekommen hat, weil bei ihm in der Nacht öfter längere Atemaussetzer durch das nach hinten Fallen der Zunge entstanden sind. Ein gesunder Schlaf ist also die Voraussetzung für ein konzentriertes, fröhliches und erfolgreiches Arbeiten am Tag. Und auch Krisen und Gefahren lassen sich besser bewältigen, wenn wir einen gesunden Schlaf haben. Natürlich gibt es auch in der Bibel ein paar Stellen, wo Schlafmützigkeit und Müßiggang kritisch gesehen wird. Da gibt es einen Satz: Der Faule dreht sich im Bett wie die Tür in den Angeln. Ein schönes Bild. Also, Müßiggang ist natürlich nicht gut. Aber die weitergehende Frage ist: Was passiert denn alles beim Schlaf? Was macht den Schlaf so erholsam? Für die rein körperliche Regeneration bräuchten wir wahrscheinlich weniger Schlaf. Ein Großteil ist den Träumen vorbehalten. Die Traumphasen lassen sich sogar messen. Selbst Menschen, die meinen, sie würden nachts nicht träumen, haben eine sogenannte REM-Phase, also Rapid Eye Movement, also wo die Augen ganz schnell gehen. Da träumen sie, nur dass sie sich am nächsten Morgen nicht daran erinnern können. In den Träumen gehen wir die Ereignisse des zurückliegenden Tages durch. Sie werden mit Bildern verknüpft. Ich weiß nicht, wie es bei den Musikern ist, ob die auch noch Töne hören und Musik, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird dann das Gefühl, es entsteht dann, dass der zurückliegende Tag abgeschlossen ist und ein neuer beginnen kann. Neben den Träumen, die die zurückliegende Zeit bearbeiten und uns eher vielleicht auch nichts sagen, gibt es Träume, die uns bewegen, die uns was bedeuten. In diesen Träumen finden sich manchmal Lösungen für Probleme, die wir am Tag bei hellem Bewusstsein nicht finden. Von dieser Art Träume gibt es einige Beispiele in der Bibel. Für mich das eindrucksvollste ist, da ist noch nicht mal ein Engel oder Gott groß im Spiel, Paulus,
der in eine Krise gekommen ist, weil er auf seiner Missionsreise nicht mehr weiterkam nach Norden in Kleinasien und auf dem Rückweg schon war und unsicher ist über seinen Auftrag, zumindest in diesem Moment, und dann träumt von einem Griechen, der ihn ruft, kommt, komm herüber und hilf uns. Und dann war für ihn klar, er geht nach Griechenland. Und dann gibt es Träume, von denen gesagt wird, dass sie nicht aus der Fantasie entstehen, sondern dass gesagt wird, dass sie von Gott einen Auftrag beinhalten, eine Lösung geben. In der Weihnachtsgeschichte hören wir von Josef, der mit Maria nach Bethlehem gegangen ist und dann gesagt bekommt, er soll mit Maria und Jesus weiterziehen. Die Weisen aus dem Morgenland sind dem Stern gefolgt, aber bekommen dann im Traum von Gott gesagt, dass sie auf einem anderen Weg wieder zurückgehen sollen. Berühmt sind im Alten Testament natürlich die Träume des Pharaos und Josef, der die Träume alle auslegt und erklärt. Daniel in Babylon nicht zu vergessen. Alle diese bedeutungsschweren Träume sprechen dann doch irgendwie in die Zeit hinein, versuchen etwas zu erklären, eine Richtung zu geben. Wie ist das bei uns? Träume, so richtig wegweisende Träume, sind ja doch selten. Und doch gibt es dieses Schlafen und Träumen, was mir eine unglaubliche Ruhe geben kann. Vor allem dann, wenn ich ein kleines Kind, ein Säugling, in den Armen halte und es in meinen Armen einschläft. Dann geht mir das Herz auf. Ich empfinde das Wunder des Lebens, aber auch das Wunder, dieses unendliche Vertrauen, das mir als Vater oder Großvater zuteil wird. Ein schlafendes Kind in den Armen oder im Kopf, auf der Schulter, das ist für mich das Bild eines friedlichen und geborgenen Schlafes. Ja, in Abrahams Schoß. Im Alten Testament ist das das Bild für das Paradies schlechthin, wenn man in Abrahams Schoß schlafen kann. Wie wichtig ist es, ein Kind, wenn es später Einschlafschwierigkeiten hat, weil es vielleicht Angst vor der Dunkelheit hat, diese Geborgenheit wiederzugeben. Da helfen gute Nachtgebete, Schlaflieder und das Sprechen über den Tag. Wie schön ist das? Denn dann, wenn dann immer wieder diese Geborgenheit da ist. Für mich ist das Glaube. Da ist Gott ganz nah. Nicht nur das wärmende Bett und die guten Worte der Eltern, sondern Gott, der mich und das kleine Kind in seinen Händen hält und mich sicher und ruhig schlafen lässt. Wie schön und wertvoll ist es, wenn wir uns diese Geborgenheit erhalten können. Auch wieder und gerade in den ernsten Momenten des Lebens, wenn wir diese wieder aufrufen können. Bewahren wir uns daher die Abendgebete und die schönen Gute-Nacht-Lieder, die Geborgenheit eines gesunden, von Gott getragenen Schlafes. Weißt du, wie viel Kindlein früher stehen aus ihrem Bettlein auf, dass sie ohne Sorg und Mühe fröhlich sind im Tageslauf? Gott im Himmel hat an allen seine Lust, sein Wohlgefallen, kennt auch dich und hat dich lieb.
mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Gott hinterlässt Spuren. Spuren, mit denen er auf sich aufmerksam machen möchte, damit wir uns näher mit ihm beschäftigen. Eine dieser Spuren ist neben der Schönheit der Natur die Musik. Dass es so etwas gibt, was uns anspricht, wo Melodien sind, die uns anrühren. Und ich kenne viele Menschen, die sagen, ja, das ist es. Und wenn Susanne Rohn und der Bachchor das machen, noch mal mehr. Das ist, da kommt man dem Himmel irgendwie nah, da berührt der Himmel die Erde. Und das sind Spuren, die Gott in die Welt legt, in der Hoffnung, dass der Mensch aufgrund dieser Spuren sich noch einmal genauer mit diesem Gott beschäftigt. Und so haben Hajo Wach und ich, Susanne Rohn, gebeten, sag uns doch zwei Bibeltexte, die dir wichtig geworden sind in deiner Dienstzeit und darüber hinaus. Über den einen hat Pfarrer Wach gepredigt, über den anderen sage ich ein paar Worte. Dieser andere Vers steht in Jesaja 43, Vers 1. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Stellen Sie sich einmal vor, Sie sind gefangen genommen worden. Es ist ein schrecklicher Krieg und Sie sind dort in Kriegsgefangenschaft. Nicht irgendwo, sondern im kalten Sibirien. Nicht nur wenige Wochen und Tage, sondern viele Jahre. Und sie erleben es in dieser Kriegsgefangenschaft, dass immer wieder mal jemand kommt und Namen aufruft. Und Namen aufruft, von denen dann alle wissen, die, die dort mit Namen genannt sind, die dürfen in die Freiheit, die sind befreit, die dürfen gehen. Diese Geschichte, liebe Susanne, hast du gehört, als du mit 15 Jahren Orgel gespielt hast, in Waldshut, auf einer A-Stelle. Vorne, die Orgel war vorne hingebaut, du saßt auf dem Präsentierteller, alle konnten genau hinschauen, nicht? Hinhören war vielleicht auch nochmal wichtig. Ne? Und dann hörst du diese Geschichte, denn Dekan Monninger hat sie damals erzählt, diese Geschichte von dieser Kriegsgefangenschaft. Und sie ist bei dir haften geblieben, weil du gesagt hast, ja, genau so ist es. Da ist man hat Sehnsucht nach Freiheit, man hat Sehnsucht danach, herausgerufen zu werden. Und genau das geschieht. Und so ist Gott bis heute. Nun gut, wir sind nicht in russischer Kriegsgefangenschaft, aber wenn wir es einmal geistlich übertragen, wir sind durch selbstgewählte Flucht vor Gott manchmal ganz schön in die Einsamkeit geraten, weil wir Gott einen guten Mann sein lassen und ihn dann brauchen, wenn wir in Not sind. Aber ansonsten kümmern wir uns nicht um ihn. Und dieser Gott, der Sehnsucht nach uns hat, begegnen will uns und uns bei unserem Namen ruft, weil wir bei ihm nicht irgendwelche Sozialversicherungsnummern sind, sondern mit Namen bei ihm bekannt sind und er uns persönlich anspricht und persönlich in eine Beziehung will. Das, was durch den Propheten Jesaja dem Volk Israel zugesprochen ist, ist uns allen zugesprochen in Jesus Christus, der uns durch sein Sterben und Auferstehen in Gottes Gegenwart rufen möchte. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Das Wort Erlösung bedeutet Rückkauf. Gott holt uns wieder auf seine Seite. Du bist mein. Ich will mit dir eine Familie, eine gute, enge, vertraute Beziehung knüpfen und gründen. Die Familie des Glaubens. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Fürchte dich nicht, das ist keine Beruhigungsaktion, sondern eine ganz reale Zusprache Gottes. Du kannst mit mir rechnen. Das, was Susanne Rohn für sich als Zuspruch hat annehmen können, das können wir hoffentlich auch als Gottesdienstbesucher hier heute Morgen uns zusprechen lassen und annehmen. Dass dieser Gott uns bei unserem Namen ruft, dass wir keinen Grund bei allen Nöten, die es in dieser Welt gibt, zur Sorge haben müssen, weil er der Stärkere ist, er diese Welt in der Hand hat.
Und von daher macht alles Weitere dann seinen selbstgemachten Sinn. Susanne, dein Konfirmationsspruch aus Psalm 37, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen, ist begründet darin, dass Gott mir zuspricht, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen und dass wir zu ihm gehören und er uns herausruft. Wir können uns ihm anbefehlen, weil er uns diesen Zuspruch gibt. Dieser Zuspruch möge dich tragen in deinem weiteren Dienst und er möge uns alle tragen, nicht nur im Hören auf die Musik, sondern auch im Hören auf den Zuspruch in seinem Wort. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Liebe Gemeinde, es ist wunderbar, dass Sie heute Morgen so zahlreich gekommen sind. Vielleicht sollte ich besser sagen, dass Sie hergeschwommen sind. Aber Sie haben bestimmt auch den Wunsch, heute ganz persönlich Dank zu sagen für wunderbare musikalische Erlebnisse, die Sie hier in den letzten 25 Jahren mit Frau Rohn hatten. Ich war vor 25 Jahren als Mitglied des Chores und des KV dabei, als unsere neue Kantorin Susanne Rohn ihren Dienst angetreten hat.
und ich freue mich, dass ich hier heute sprechen darf. Und weil ich jetzt ganz viel erzählen, kleine Anekdoten berichten könnte, für ganz vieles danken möchte, weil Sie das aber nachher auch tun möchten und ich Ihnen die Zeit dafür geben möchte, möchte ich dann nicht eine Stunde reden, sondern das tun, was wir hier in den letzten Jahren sonntäglich einüben, mich auf 3 Punkte beschränken. Da ist zum einen die Chorleiterin Susanne Rohn. Jeden Montag treffen sich gut 100 Mitglieder des Bachchores, freitags, manchmal auch samstags der Kammerchor. Alle kommen aus dem Alltag und haben einen fordernden Tag hinter sich. Und alle sind individuell verschieden. Es ist ein Zeichen unserer Zeit, dass Unterschiede mehr Bedeutung gewinnen. Aber ein Chor ist eben keine Ansammlung von Solisten, sondern ein Chor atmet gemeinsam, setzt gemeinsam ein und spricht gemeinsam ab. Wir singen auch nicht nach eigenem Gutdünken, mal laut und leise, wie es uns gerade gefällt. Du führst uns und motivierst uns. Du leitest uns und inspirierst uns. Manchmal bändigst du uns auch streng, sodass wir spätestens beim Konzert so singen, dass wir dir ansehen, dass es uns gemeinsam gut gelingt. Und auch Musik, die uns manchmal fremd erscheint, bringst du uns nahe. Welche Dirigentin schafft es, das Thema einer 12-Ton-Fuge zum Gassenhauer werden zu lassen, den wir auf der Straße summen? Zweitens die Kirchenmusikerin. Und mit Kirche meine ich dieses Gebäude. Jeden Sonntag verkündigst du zusammen mit unseren Pfarrern Gottes Wort durch deine Musik. Unsere Gemeinde ist schon etwas verwöhnt. Als wir im Gottesdienst, als die Gemeinde nicht singen durften, hast du mit einem kleinen Ensemble jeden Gottesdienst musikalisch gestaltet. Unsere Musik, unsere Kirche ist nie verstummt. Und dann erst die Konzerte. Zu den großen Feiertagen und auch zu Silvester ist die Kirche voll. Silvester zum Beispiel feiern wir im Anschluss daran Bad Homburgs größte Silvesterparty und begrüßen gemeinsam das neue Jahr. Viele Musiker sind dir treu geblieben, begleiten dich seit 25 Jahren, so wie zum Beispiel Konrad Graf, der heute am Schlagzeug sitzt und extra aus München gekommen ist. Und drittens Susanne Rohn, die Orgelbotschafterin, weit über die Gemeinde hinaus, sehr weit. Du weißt bestimmt nicht, wie viele Menschen schon mit dir oben auf der Empore waren, durch die Orgel gelaufen sind und nach deiner Führung fasziniert von der Königin der Instrumente waren. Die meisten hätten mit dir als Lehrerin bestimmt sofort angefangen, Orgel zu lernen. Deine Begeisterung steckt an. Ich weiß jetzt ungefähr, wie viele deine Orgel-Podcasts, die du seit März 22 ins Netz gestellt hast, angeklickt haben. Wollen Sie mal kurz schätzen? Haben Sie richtig getippt? Es sind über 80.000 Aufrufe bis heute. Beruf und Berufung sind bei dir deckungsgleich. Du hast mir neulich gesagt, dass jemand, der seine Berufung gefunden hat, nie arbeiten muss. In diesem Sinne wünsche ich mir für uns alle, dass du noch viele Jahre nicht hier arbeitest, sondern wirkst wie seit 25 Jahren. Gottes Segen dafür. Persönlich. Denn es möchte noch jemand der Frau Rohn gratulieren, nämlich ihr eigentlicher Dienstherr. Das ist unser Dekan, Herr Tönges Braungart. Bitte schön.
Gestern war der Jahresempfang der Stadt Bad Homburg und wir standen da so an einem Stehtisch in einer Gruppe von Menschen zusammen und einer sagte dann zu mir, naja, wir sehen uns ja morgen bei der Verabschiedung von Susanne Rohn. Das führte bei einer weiteren Gesprächsteilnehmerin zur Schnappatmung, die wir nur dadurch beenden konnten, dass wir sagten, nee, es ist das Dienstjubiläum. Das hat mir aber noch mal deutlich gemacht, wie sehr Kirchenmusik hier in der Erlöserkirche und in Bad Homburg und wie sehr das kulturelle Leben in Bad Homburg mit Ihnen, liebe Frau Rohn, und Ihrem Wirken und auch Ihrer Person verbunden ist. Ich soll es kurz machen. 1, 2, 3 hat Frau Kühl mir eingeschärft. Mache ich. Erstens. Ganz herzliche Grüße vom Dekanatssynodalvorstand und vor allen Dingen auch von meiner Stellvertreterin, Pfarrerin Claudia Biester, die für die Kirchenmusik zuständig ist, aber heute leider nicht da sein kann, weil sie Gottesdienst und Neujahrsempfang in ihrer eigenen Gemeinde hat. Herzlichen Dank für Ihren Dienst in 25 Jahren. In diesen Dank schließen wir auch Ihren Mann ein, mit dem Sie das Leben und die Leidenschaft für Musik teilen. Beim Chor muss er auf Sie hören. Wie das sonst ist, weiß ich nicht. Aber ein ganz herzliches Dankeschön. Das Zweite, über Ihre musikalische und fachliche Kompetenz und Ihre menschliche Kompetenz haben Frau Kühl und Pfarrer Hannemann vorhin schon alles gesagt. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Es macht einfach Freude, mit Ihnen zusammenzuarbeiten und zu sehen, wie jemand, der so hohe fachliche Kompetenz hat, sich andererseits für nichts zu schade ist und obendrein ein einfach liebenswerter und unkomplizierter Mensch. Ganz herzlichen Dank auch dafür. Und das Dritte, danke für Ihren Dienst und Gott sei Dank, dass es Sie gibt. Barmherziger Gott, du forderst uns auf, fröhlich zu sein mit den Fröhlichen und zu weinen mit den Weinenden. So bringen wir vor dich die Kinder und Enkelkinder, die unbeschwert lachen, sich freuen über Kleinigkeiten, die uns und dem Leben vertrauen. Erhalte sie in ihrer Fröhlichkeit, stecke uns an mit ihrem Lachen, hilf uns, dass wir ihr Vertrauen nicht enttäuschen. Wir bringen vor dich die vielen Kinder überall in der Welt, die weinen, weil sie nichts zu essen haben oder weil Krieg und Verfolgung ihnen das Lachen rauben. Tröste du sie, wenn es kein menschliches Herz mehr kann. Schenke uns ein offenes Herz, damit wir helfen, wo wir können. Wir bringen vor dich all die glücklichen Paare, die einander in Liebe gefunden haben. Erhalte ihre Liebe und ihr Glück. Schenke Ausdauer und Geduld in schweren Zeiten. Lass uns lernen von ihrem Umgang miteinander. Wir bringen auch vor dich die vielen Menschen, die enttäuscht wurden und das Vertrauen verloren haben. Lass sie spüren, dass du sie liebst. Hilf ihnen, wieder neu zu vertrauen. Lass uns behutsam auf Menschen zugehen, die sich zurückziehen und doch auf Vertrauen warten. Wir bringen vor dich die älteren Menschen, die sich freuen über die Gemeinschaft mit ihren Kindern und Enkelkindern. Erhalte ihre Gesundheit und Lebensfreude. Schenke uns die Zeit, ihre Geschichten zu hören und ihre Weisheit aufnehmen zu können. Wir bitten dich auch für die alten, kranken, einsamen und verbitterten Menschen. Halte sie geborgen in deiner Hand. Schenke ihnen Menschen, die die Achtung vor ihnen nicht verlieren. Und gib uns die nötige Geduld und Liebe im Umgang mit ihnen. Barmherziger Gott, wir können das alles nur, weil du dich mit uns freust, wenn wir fröhlich sind und mit uns weinst, wenn wir traurig sind. Dank sei dir dafür. Herr Jesus Christus, wir bitten dich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Gemeinde. Besonders bitten wir dich für Susanne Rohn. Hab Dank für alle Bewahrung und Begleitung in den letzten 25 Jahren, die du ihr geschenkt hast.
Wir wollen dich auch bitten, dass du sie weiterhin begleitest, ihr Kraft gibst, die Aufgabe zu tun, die hier in dieser Gemeinde anliegt. Erhalte du ihr die Lebensfreude, die Freude am Glauben und an der Musik. Das bitten wir dich auch für alle, die in den verschiedenen Chören mitsingen. Schaffe es, Herr, dass das, was mit dem Munde gesungen wird, eine Melodie des Herzens wird. In einer Zeit der Stille bringen wir Gott unsere persönlichen Gebetsanliegen vor. Und gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Und so geht in die neue Woche unter dem Segen des dreieinigen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. So segne dich der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist.